Moin Moin Freunde des geschärften Films, ich hoffe es geht allen gut. Und ja, heute teste ich dieses Ding hier. Opinel Nummer 7 als Sparschäler. Hier nochmal der genaue Name. Es ist der Opinel Nummer 6 Éplucheur de Pochet. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und genau, das sind hier 2,5 Kilo Kartoffeln und die werden jetzt hoffentlich hiermit geschickt. Super easy, den zu reinigen, und es ist super praktisch. Und das zeige ich euch jetzt einmal. So, kommen wir nun zum Fazit von diesem wunderschönen Messer. Hier nochmal der Name. Opinel Nummer 6, Éplucheur de Pochet. Und genau, also von der Haptik her natürlich super geil mit diesem ergonomisch echt guten Opinel-Griff.
Dann ist er natürlich super leicht vom Gewicht her und er ist sowohl im zusammengeklappten als auch im ausgeklappten Zustand arretierbar, was glaube ich Standard bei Opinel ist, aber ich möchte es gerne hervorheben. Hier die Klingenlänge und auch die Länge von der Spitze sind genau richtig, also zum Schälen kriegt man da ordentlich was weg. Und wenn du mal zum Beispiel in Kartoffeln eine Stelle hast, wo du tiefer rein musst, ist die Spitze oben genau richtig. Und genau. Dann habe ich hier nochmal einen Vergleich für euch. Ihr seht links das Gewicht der Kartoffeln. Das waren 1680 Gramm und auf der anderen Seite das Gewicht von der Schale mit 320 Gramm. Und genau, das entspricht einem Verschnitt von 16%, wenn ich das richtig gerechnet habe. Ich weiß nicht, ob das viel ist. Schreibt mir da doch, wenn ihr welche habt, gerne mal eure Erfahrungswerte in die Kommentare. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob das viel ist, aber vom Ding her bin ich sehr zufrieden mit diesem Schäler. Genau, kommen wir nun zum Fazit, also zum offiziellen Fazit nochmal, also Optik. Kriegt er von mir eine 8,5 von 10. Einfach, weil es ein schön schlichter Opinel-Griff mit Logo ist, aber eben auch nichts Besonderes. Genau, die Klinge ist es Inox-Stahl, glaube ich. Genau. Jedenfalls erfüllt sie ihren Zweck, also Funktionalität kriegt ihr hier eine 10 von 10. Und der Preis lag, glaube ich, bei 10,70 € oder so. Ich schreibe ihn hier nochmal unten mit rein, aber völlig in Ordnung. Legitim und bei Opinel stimmt ja meistens die Qualität. Das Einzige, was ich an diesem Produkt kritisieren würde, wäre das Handling, weil es ist zwar nice, dass du es aufklappen kannst, aber ihr seht, oder seht auch nicht, musst da richtig krass reingreifen, um den aufzukriegen. Genau, da hätte ich mir noch irgendwie so ein eine bessere Option gewünscht und genau als Gesamtwertung gebe ich dem Ganzen eine 8 von 10. Wie gesagt, es erfüllt seinen Zweck zu 100%, aber es ist ja auch Meckern auf hohem Niveau, was ich hier tue. Aber in diesem Sinne hoffe ich, dass euch mein Video zum Opinel-Schäler, Sparschäler hier gefallen hat. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und unterstützen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, Nachmittag oder Abend, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Video.